So, hallo, ihr lieben Crawler-Buddies. Ja, ich habe heute mal ein Spezial angeregt. Und zwar Spezialwerkzeuge, die eigentlich jeder Crawler-Buddy haben sollte. Um zu basteln, um verschiedene Sachen besser zu machen, um überhaupt besser ranzukommen und so weiter und so fort. Ja, ich will jetzt nicht eure Geduld strapazieren und irgendwelche Werkzeuge, die sowieso jeder von uns hat, hier präsentieren, wie so Schraubenzieher oder so. Schraubendreher, wie die meisten. Sondern einfach Spezialwerkzeuge, die sonst eigentlich selten angewandt werden, aber doch das Leben ein bisschen leichter machen. So, ich blende jetzt mal um auf meine andere Kamera. Ich will euch nicht länger aufhalten. Das soll nicht so lange werden, das Video. Und dementsprechend fangen wir mal an. Ja, zum einen. Ein Gewindeschneidwerkzeug mit M3. Gewindebohrer, einmal für Sacklöcher und einmal für normale, macht einem das Leben einfach leichter, weil erstens gehen die Schrauben leichter rein und zweitens kann man auch, wenn man Kunststofftreibschrauben benutzt hat und das Gewinde ist nicht mehr so doll, kann man da ein metrisches Gewinde reinschneiden und somit ist das gut. Dann kann man die Schrauben nochmal gut weiterverwenden. Dann zum anderen, ich meine, den hat eigentlich auch so ziemlich jeder, egal ob das jetzt von unserer tollen Bestmarke ist oder von Bosch oder wie auch immer, unser lieber Dremel, sollte eigentlich auch jeder haben. Aber darum geht es heute nicht. Heute geht es eher um Werkzeuge, die ich mir teilweise selber konzipiert habe, wie zum Beispiel hier sogenannte Sägeringzange oder Spannringzange, manche nennen es Spannringzange. Das ist im Prinzip keine Zange zum Greifen, sondern mehr zum Spreizen. Die habe ich mir ein bisschen modifiziert. Das heißt, ich habe hier vorne, habe ich mir das Ganze ein bisschen weggeschliffen. Also im Prinzip die Spitze ein bisschen weggeschliffen. Damit kann man zum Beispiel bei den Netzen hier diese Haken zum Beispiel, die man oft findet bei Scale-Netzen, bei Spannnetzen oder so oder bei Seilen, wunderbar auseinanderbiegen und die dann anschließend halt mit der Zange wieder zusammendrücken, wenn man das Ganze optimieren will. Dann Werkzeug Nummer 2, das sind diese Zahnarzt-Werkzeug-ähnliche, wie soll ich das nennen? Spieße, Werkzeuge, egal. Die sind sehr vielseitig zu benutzen. Die sind zwar weich, also sind nicht gehärtet. Die geben halt auch nach. Aber zum Beispiel, wenn man Löcher in Lexan oder so machen will, dann kann man die auch heiß machen und kann damit Löcher in die Karosserie bohren, die nicht gleich dazu neigen, aufzureißen. Dementsprechend ist das. Außerdem eignen sich wunderbar, um mal hier und da zum Beispiel ein Servohorn rauszuhebeln, weil die gibt es auch in verschiedenen Ausführungen, wie mit so einer Spitze, die ist jetzt hier auch schon abgebrochen. Das war einmal so eine Spitze mit so einer Nut in der Mitte, aber die kann man halt auch schön zum Hebeln benutzen, wenn man irgendwo eine Schraube rausziehen will, die irgendwo in einem Loch feststeckt oder so. Ja. Und dann zu guter Letzt mein absolutes Lieblingswerkzeug, was mir auch schon meinen Namen in der Klemmbaustein-WG gebracht hat, Frau Dr. Brix. Das sind diese Dental- oder auch Schlauchklemmen aus dem Dentalbereich oder aus dem medizinischen Bereich. Das sind echte Universalwerkzeuge. Nicht nur, dass es halt Zangen sind, wo man halt auch wirklich überall drankommt. Und wenn man mal eine Schraube ins Getriebe reingefallen ist oder so, dann kann man die meistens damit wieder rausholen. Oder halt irgendwo in der Ritze, wo irgendwas drin liegt, was man wieder rausholen will, dann kann man sie zum Beispiel auch mal notfalls zum Festziehen einer Radmutter benutzen. Ach, ich habe die ja schon sehr oft benutzt. Die habe ich in zwei verschiedenen Ausführungen. Einmal in den hier, das sind eher die Standard. Die sind so polierter Stahl und dann habe ich sie einmal in ein bisschen länger. Das ist Edelstahl, das heißt, er ist auch nicht magnetisch und es ist auch richtiger Chirurgenstahl. Also
ist gerade, wenn man irgendwo was macht, wo ein Magnet in der Nähe ist, wie ein Motor oder so, da ist das auch mal ganz gut. Aber du hast halt aufgrund des langen Hebels auch unheimlich viel Kraft und kannst eben auch das Ganze festklemmen, weil du hier hinten diese Raster hast. Empfehle ich jedem. Also ich habe grundsätzlich eigentlich immer, wenn ich unterwegs bin, eine von den beiden dabei. Ich habe mehrere davon. Also eine gehört bei mir zum Standardwerkzeug, die ich auch immer dabei habe. Ja, was gibt's noch? Das war's eigentlich schon als Spezialwerkzeug. Ich will das Ganze nicht zu lang werden lassen, aber ich denke, dass diese Werkzeuge wirklich einem das Leben viel leichter machen und das ganze Hobby mehr Spaß macht. Ja, gut, das war's schon von mir. Ein kurzes Video. Macht's gut. Erstmal umblenden. Ja, macht's gut.